In Zeiten, wo die Munition knapp ist, die Munition teuer ist, gibt es durchaus Alternativen. Die Alternative zum Standard-Großkaliberschießen im Moment als Interimslösung vielleicht, aber auch dauerhaft, je nachdem wie es Spaß macht, ist das Kleinkaliberschießen. Ich weiß, viele von euch wollen das nicht hören, viele von euch akzeptieren das nicht. Ihr braucht unbedingt Großkaliber. Das ist ein sehr, sehr kontroverses Thema, ob Groß- oder Kleinkaliber. Ich persönlich finde 0,0 daran verwerflich oder abstoßend oder wie auch immer, wenn es ums Kleinkaliberschießen geht. Ganz im Gegenteil, Kleinkaliberschießen macht Spaß. Der Markt gibt es auch mittlerweile her, dass eben die eigentlichen Waffen, die sonst großkalibrig sind, auch als Kleinkaliberwaffe auf den Markt gekommen sind. Wie jetzt zum Beispiel hier am Beispiel einer CZ P07 Kadett. Das ist das KK-Modell der CZ P07, die sonst in 9mm erhältlich ist. Es gibt von Glock mittlerweile eine KK-Pistole, das ist glaube ich die Glock 45 oder 44. Es gibt von Walter gibt es verschiedene Modelle, P22, es gibt die PPQ M2 in Kleinkaliber. Es gibt von Smith & Wesson verschiedene Modelle, etc., etc., pp. Es gibt eine große Bandbreite und auch mit diesen Waffen kann ich Spaß haben und ich kann auch anspruchsvolle Wettkämpfe schießen. Bei uns im BDMP zum Beispiel gibt es dafür die Disziplin DKS 1, dynamisches Kleinkaliberschießen 1. Diese Disziplin ist so geschrieben, so offen gehalten, dass wir unter DKS 1 nahezu alle Disziplinen, die wir sonst mit 9mm oder größer schießen, auch auf Kleinkaliber ummünzen können und damit Wettkämpfe bestreiten können. Und es macht auch richtig Laune. Ich hatte ja gerade erst die Videos hochgeladen zum Thema Munitionspreise. So. Wenn ich jetzt hier sehe, dass eine solche Schachtel 9mm, das sind 250 Schuss, 9mm S&B 124 Grain Vollmantel, kosten bei einer Abnahme von 1000 Schuss, aktuell bei Franconia, ja, ich weiß, keiner kauft bei Franconia, aber komischerweise leben sie, roundabout 72 Euro, als ich sie geholt habe, aktuell 102 Euro, bei einer, wenn ich eine Schachtel abnehme. Nehme ich 8 Schachteln ab, liegt es bei 79 Euro. Dagegen, und jetzt kommt's, habe ich hier eine Schachtel mit 500 Schuss 22 LR. Und diese Munition, Kleinkaliber, bekommst du für, ja, sag ich mal, 50 Euro. Wir sprechen also von teilweise bis zur Hälfte von dem, was die 9mm kostet. Das heißt, ich kann ein höheres Trainingspensum absolvieren für bedeutend weniger Geld. Und das macht das Trainieren wieder interessant. Egal, ob ich jetzt hier eine fertige Kleinkaliberpistole nehme oder ob ich ein Wechselsystem für eine bestehende Waffe nehme. Bedürfnisfrei erwerbbar, einfach nur kaufen, eintragen, fertig. Ihr habt durch die Wechselsysteme genauso die Möglichkeit, mit eurer Waffe, mit eurem Abzug zu trainieren. Und das ist ein sehr, sehr gutes, ergänzendes und kostengünstiges Training zum Schießen mit der 9mm. Insbesondere in der aktuellen Zeit, wo die 9mm Patrone sehr, sehr teuer und rar geworden ist. Ich möchte eigentlich immer wieder eine Lanze brechen für Kleinkaliber, denn Kleinkaliber, wie gesagt, macht Spaß. Es erlaubt dir auch, schnelle Schussfolgen zu machen. Es ist genauso anspruchsvoll wie auch das Großkaliberschießen. Viele, die aus dem DSB-Lager kommen, haben bereits eine Kleinkaliberpistole. Und wenn zum Beispiel das Magazin im Griff aufgenommen wird, entgegen einer Walter GSP zum Beispiel oder vergleichbare, wo das Magazin vor dem Abzug liegt, dann sind die mit Magazin im Griff auch im BDMP verwendbar. Ich nehme dafür zum Beispiel meine FN International 2. Diese ist eine reinrassige Spopi, kann ich aber im BDMP verwenden, weil 10 Schuss Magazin im Griff drin, alles cool. Und das Ding macht richtig Laune und ist ultra präzise in den richtigen Händen. Vielleicht springt ihr langsam mal über euren Schatten und
akzeptiert auch, dass Kleinkaliber eine Option sein kann, insbesondere dann, wenn die Munition teuer und rar geworden ist.